Da Lin nichts gelesen hat, was ich veröffentlicht habe, genieße ich es, einmal laut das Gegenteil zu reden. Politik kümmert mich überhaupt nicht. Verantwortung des Schriftstellers gegenüber der Gesellschaft und das ganze Gerede. Die Wahrheit ist, dass ich schreibe, um mich auszudrücken. Im Grunde schreibe ich aber für mich selbst. Lin protestiert gar nicht. Es klingt überzeugender auch für mich als erwartet. Das Merkwürdige an Montauk, als ich es zum ersten Mal las, war, dass man fast das Gefühl hatte, hier schreibt ein Mann etwas, was er für sein letztes Buch hält. Er will eine Rechenschaft ablegen über sein Leben und sehr, sehr vordergründig auch über seine Beziehung zu Frauen. Und dass das ganze Buch, was er selbst auch einmal gesagt hat, tatsächlich wie eine Liebeserklärung an eine Frau empfunden wird, nicht auf dem merkwürdigen Umweg über eine Wochenendgeliebte. Peter Suhrkamp, sehr wichtig für mich, nicht nur für mich, ist weg. Konrad Farner, den du noch kennst, ihr könnt ihn nicht mehr kennen, der hier ein sehr gebildeter Marxist war in Verbindung mit Theologie und für viele von uns ein Lehrer, ein umstrittener Mann, ein brisanter Mann, ist weg, kannst nicht hingehen, ihn fragen oder mit ihm schimpfen oder hadern. Brecht ist weg. Wallin, der Maler, den wir sehr lieben, ist weg. Peter Weiß ist weg. Uwe Jonsson, der Freund, ist weg. Peter Noll ist weg. Also ist es so, wie ich in der Totenrede auf Peter Noll gesagt habe, unser Freundeskreis unter den Toten wird immer größer.